Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von Crusader Kings 3 mit Wikingern. Ja. Ne? Gleicher Anfang wie immer. Und wie ihr sehen könnt, wir haben alles. Ne? Wir haben Schweden und die Inseln, also Island und die Inseln hier. Und Schweden und Norwegen und Dänemark. Also ne, viel ist da nicht mehr übrig. Eigentlich, ne? Das hier oben ist noch übrig. Das müssen wir uns alles noch einverleiben. Und ich habe es in der letzten Folge schon mal erwähnt gehabt. Es gäbe ja natürlich auch die Möglichkeit, hier mal ganz kurz vorbeizuschauen und ein bisschen Fuß zu fassen. Super happy werden die damit nicht sein, wenn wir hier drüben anlanden. Denn naja, wir sind ja dann nicht der rechtmäßige Herrscher. Denn der Herrscher hier wird erwartet, dass der Herrscher dieser Teilgebiete natürlich auch König von Alba ist und das werden wir natürlich noch nicht sein. Es wäre natürlich eine schöne Idee, denn wie ihr sehen könnt, hier oben ist relativ viel, so weit wollte ich jetzt auch nicht rein, ist relativ viel nordischer Glaube. Das heißt, wir haben kulturell gesehen, haben wir erstmal weniger Problemchen mit dem Thema und das finde ich eigentlich ganz gut, ne? Weil dann ist es nicht so problematisch wie hier. Ich will mir das hier alles noch einverleiben, denn der Plan war ja, Skandinavien zu gründen. Das Kaiserreich von Skandinavien. Ne? Und dazu brauchen wir halt noch den Teil Samisch und den Teil Finnland. Aber ja, das wäre eine Option. Und anlanden können wir von hier. Jetzt die weltbewegende große Frage. Wenn das hier ein Livestream wäre, würde ich fragen, was haltet ihr davon? Aber da beim Livestream ja so gut wie keiner zugeschaut hat in der Vergangenheit. Ich meine, das ist mittlerweile anders. Ihr seht ja, was für geile Videos ich machen kann, ne? Meine Personality ist der Hammer. Oh, Eigenlob stimmt. Stinkt. Wäre das natürlich eine geile Idee. Das wäre wirklich eine geile Idee. Ja, da oder da, ne? Links oder rechts, ne? Ah, ich tue mich gerade selber ein bisschen schwer und was hat denn der an Truppen eigentlich? Und der hat einen Waffenstillstand mit dem und der ist verbündet mit dem. 900. Der hat null zu melden, ne? So, Militär. Haben wir noch einen Punkt frei? Nee, ne? So, dann können wir den Punkt hier oben löschen und dann machen wir doch mal hier ein Pünktchen hin. Und erklären ihm doch einfach mal den Krieg, oder? Moment, Herzogtum. Ha. Naja, das eigentlich dann das Jarltum, ne? Den Rest können wir uns ja dann nochmal separat einverleiben. Wir müssen das jetzt hier Stück für Stück machen. So, Verteidiger zu eurem Glauben, das bedeutet, wir haben hier einen kleinen, oder kriegen hier zumindest ein bisschen Malum. Malus! Malum, ich habe Bellum Justum gelesen und habe daraus Malum gemacht. Frömmigkeit, wir sind krass frömmig. Nee. Das war nicht. Ne? So, alle auflösen. So, da werden wir. Wir können Hof halten, ja? Lasst uns doch einfach mal warten, bis unsere Armeen am Start sind. So, und diese Armee führt einen Überfall durch. Okay. Der Gestank des Erfolgs. Dieser Geruch nach Hirsch ist vollkommen unerträglich. Ist nur schon ein Vollmonat her, seit Gufrodir das verflixte Fieber der Jagd zur Strecke brachte. Und er trägt den madenzerfressenen Kopf dieses Dings immer noch mit sich herum. Jedem Insektoner hängt dies zum Hals raus, doch er weigert sich, die verdammte Trophäe loszuwerden. Anscheinend hat der Rest des Hofs nun aber die Nase voll. Man hat ihn gezwungen, sich zwecks eines Urteils dieser Sache an mich zu wenden. Ist geschehen. Er hat stinkende Trophäe erhalten. Allgemeine Meinung.
Das geht, weil ich Berserker bin. Wir verlieren 90 Anspannung. Wir verlieren, weil wir ehrlich sind. Okay. Ja, dann eben so. Rest ist mir jetzt wurscht. Hauptsache weg mit dem Ding. So, also die battlen jetzt hier unten. So, den haben wir also auch noch an der Backe, ne? Ist das alles, was ich an der Armee habe? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Warum habe ich denn dann nur die 2,8? Hä? Wir haben doch hier hinten alles ausgehoben, oder? Achso, das passt alles nicht in eine Armee rein. Wie bitte? Er hat ja ein schwaches Druckmittel gegen uns. Ja, es ist ein schwaches Druckmittel. Soll da jetzt ein Witz sein? Okay, komm, lass uns mal hier rüber segeln und mal anfangen. Voilà. Da wollte ich nicht hin. Ein schwaches Druckmittel. Ja, es mag ein schwaches Druckmittel sein, aber das ist ja bitte, dass der dann gleich Radspitzel wird. Wie unfähig bin ich denn bitte? So, eine fischige Angelegenheit. Okay, was hat unsere Reichsgode und Fisch miteinander zu tun? Bin ein bisschen skeptisch. Und warum ist er eigentlich der und nicht er hier? Nun, sollen die sich erstmal bewegen. Es fing als gelegentlicher Imbiss an, es mochte ein ungewöhnlicher Angewohnheit gewesen sein. Doch ich bin ein guter Mensch und welcher nordische Mann hat denn noch nie leicht gammelige Hering gegessen? Ja. Die Vorliebe von Alvöhr für völlig verfaulten Fisch von einer erträglichen Eigenart zu einer allgegenwärtigen Geruchsbelästigung geworden. Als ich heute Morgen entdeckte, was sie in der Latrine angetan hatte, beschloss ich, dass sie genug hatte. Ich suchte sie in der großen Halle auf, das Gesicht mit stinkender Salzlake verschmiert, während ihr gerade ein halbes Fischauge langsam übers Kinn glitschte. So, wir kommen 18%, 81%. Sie kriegt Respekt von uns. Ja. Sie hat 40 Meinungen von uns verloren. Okay, blöd gelaufen, ne? Ja, was willst du dazu sagen, ne? Ey. Ist die schon wieder schwanger? Was zum Teufel stimmt nicht mit mir? So, wir halbieren die Armee und schicken den anderen Teil hier hin. Und lassen mal laufen. Ja, machen wir das. Und so, was können wir da machen? Belagerungseffektivität. Oh ja, das passt jetzt gerade richtig gut rein. So, irgendjemanden rufen wollen wir nicht. Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wo ist denn hier der Gegner hin? Ist der hier irgendwie mal zu uns rüber gesegelt und ne, nicht wirklich, ne? Naja. Erobern wir das erstmal entspannt, oder? Ach, guck mal hin, da ist er. Hab mich schon gefragt, wo der auftaucht. Religiöser Eiferer, na perfekt. Ach, Gott sei Dank. Wir haben nur eine Tochter gekriegt. Ich hatte schon Angst. Ja. Und ich habe es in der letzten Folge noch gesagt. Wir sind 54. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann hops gehen, ist relativ hoch. Es ist passiert. Wir sind tot.
Und ja, spielen jetzt als König Flosi weiter. So, einmal ganz kurzes Päuschen. Wie schlimm sieht's denn aus? Sieht so richtig schön scheiße aus. Das ist verdammt normal. So, bin ich nicht? Sehen wir, ihr seht's, ne? Und so viel mal dazu. Von ursprünglich alles ist Schweden, ist nichts mehr Schweden. Ja. Oh ja. Einfach herrlich. Jetzt können wir uns den ganzen Spaß wieder von vorne antun. Ränkespiel. Das ist natürlich auch nicht ganz schlecht. Fruchtbarkeit. Bist du bloß nicht? Wir versuchen es mal vielleicht ein bisschen mit was anderem. So, Patronat, die darf uns da helfen. Nicht gebilligt. Da müssen wir erstmal mit dran arbeiten. Ratsposten. Ja, das ist ein nerviges Thema. So, er scheint jetzt auf Anhieb erstmal der fähigste hier zu sein. Ratsverwalter. Scheint er auf jeden Fall mal zu sein. Wollen ja, dass wir alle happy sind. Okay, das ist krass. Was zum 28? Boah, okay. Nehme ich. Und er hat 11, ne? Hat er ein bisschen mehr? Er hat 13. Ja, aber dann nehmen wir ihn nämlich jetzt hier erstmal. Und dann switchen wir hier vielleicht mal. Nehmen wir hier Jarl Tosti. So. Tauschen. Zack. Das sehen wir nämlich 13-13. Dann passt das eigentlich ganz gut rein. Dann sehe ich zumindest weitestgehend mal sicher oder safe. So, wir können jemanden als Verbündeten rufen. Das ignorieren wir erstmal gekonnt. Verbrecher einkerkern kann mir jetzt auch erstmal egal sein. Titel erben. Ja. Konkubinen will ich jetzt keine. Hausmitglieder rufen. Nein, ist egal. Von der Reichsgude nicht gebilligt. Das werden wir noch klären. So. Und wir müssen uns jetzt erstmal hier kurz durchsetzen. So, wir haben die gleiche Thematik hier mit unseren Kiddies. Jetzt ist unsere Frau 24. Ist blöd. 24 bedeutet, die kann auch zu viele Kinder kriegen. Lispeln die alle? Ja. Das sind alles die lispelnden Kinder von Schweden. Verdammt. Ich muss meine ganzen Brüder umbringen. Das wäre das Einzige, was wirklich funktionieren könnte. Lasst uns doch mal schauen. Ah, okay. What happened here? Dänemark ist an uns übergegangen. Jetzt bin ich verwirrt. Wegen Bundteilung. Ja, das habe ich jetzt schon verstanden, dass das an uns übergegangen ist. Aber, und das ist jetzt das, was mich gerade so ein bisschen verwundert. Moment, das war mein Papi. Papi hatte ein paar Kinder. Hä? Ja, Bundteilung ist mir schon klar. Die Frage ist jetzt nur, was ist mit meinem Bruder passiert? Ist der jetzt gerade hops gegangen? Ach, wisst ihr was? Ich beschwere mich nicht. Welches welch, oder? So, Moment. Und das Land stirbt, wenn das... Aha. Skane.
Ja, da müssten wir eigentlich mal schauen, weil das geht an wen? An meinen Halbbruder. Okay, meinen Halbbruder werden wir uns aber, müssen wir mal schauen, dass wir hier noch jemanden mit dazu. So, meinen Cousin werden wir doch noch mit einbeziehen. Und sie werden wir auch noch mit einbauen. So, 5 Agenten sind am Start. Dann werden wir uns hier erstmal um meinen Halbbruder kümmern. Meinen Halbbruder kümmern und holen uns das wieder zurück. Es hat schon auch seine Vorteile, dieses Feature. Muss man ja schon mal an der einen oder anderen Stelle sagen. So, das gibt Prestige. Obala. Hatten wir ja schon, ne? Den restlichen Quatsch, den wir hier haben, Prestige und Anziehungsmeinung, brauchen wir nicht. Kindermeinung, Anziehungsmeinung, nee, das können wir auch komplett ignorieren. Und den Rest haben wir nicht. So, dann ist das erstmal durch. So, Krieg läuft. Ein Agent wurde aus dem Komplott entfernt. So, dann soll er wieder mitmachen. Wir sind das neue Oberhaupt. So, wo ist die Gemeindekontrolle bescheiden? Häuptlingtum von Seeland. Was ist denn bitte Seeland? Da unten. Ach was. Bin ich ja verwirrt, ne? So, da ist die Gemeindekontrolle schlicht. Ja, dann machen wir mal hier ganz kurz ein bisschen Gemeindekontrolle. So, das haben wir jetzt hier gemacht. Warum werden die echt die ganze Zeit hier entfernt? Aber das kann mir jetzt eigentlich auch egal sein. 10 Monate, das haut auch hin. Jetzt werden wir erstmal hier unserem Gegner mal eine verpassen. Und kriegen mal ordentlich eins auf den Keks. Ja, den lassen wir aber noch nicht raus. Gut. Ach, und von dort kann ich jetzt nicht mehr starten. Das ist natürlich jetzt richtig blöd. Das ist jetzt richtig blöd, ne? Fruchtbarkeit, nein. Wollen wir nicht Verführung, Komplottstärke, nein. Ihr verliert weder Frömmigkeit noch Klerusmeinung, wenn ihr andere foltert oder hinrichtet. Hat keiner von euch gesehen. Aber ja, ich find's gut. Noch ein Sohn. Blosi, oh. Toasty. Wir werden, glaube ich, schon wieder angegriffen. Irgendwo wird wieder geplündert. Ignorieren wir mal gekonnt. Wir sind nämlich hier oben noch mit im Krieg. Wir holen uns erstmal das hier und dann werden wir uns hier um die Hauptstadt kümmern. So, ihr habt das Häuptlingstum von Södermalan von Häuptling geerbt. Männliches Vorrecht. Klasse. Ich mag Erben. Es ist wunderbar, wenn man hier Dinge einfach bekommt. So, die hat 16. Das ist nicht so geil. Wobei, die macht jetzt ja hier Komplotte stören. Ne? Die könnte jetzt mal mehr unsere Komplotte unterstützen. Solange, bis wir unseren Bruder weg haben. Unseren Halbbruder. Ja, ihr kennt den Plan, ne? So, sie ist mein Vasall. Sie hat aber 19. Die werden wir da erstmal einsetzen. Auch niemand, der was taugt. Und, was ist das hier? Das Jarltum von Westgotland. Habe ich jetzt noch Krieg mit Westgotland? Westgautischer Anspruch auf Häuptlingstum von Halland.
Ach so. Bin ich jetzt blöd? Sag mal, da geht aber jetzt schon ein bisschen die Party ab. Kann das sein? Ich glaube, wir sollten langsam mal so ein paar Bündnismitglieder oder alles rufen. Das wird langsam ein bisschen blöd, ne? Wir sind nicht Kriegsanführer, ja, das habe ich auch schon gemerkt. Aber dann sollen sie zumindest hier mal helfen kommen. Dann kriegen wir das vielleicht ein bisschen schneller gewuppt. Hoffe ich zumindest. Ja, lass uns mal das hier jetzt direkt einnehmen. Oh, es ist soweit. So, das Komplott erhält Umgebungskarte. Ah, okay. Er ist diskret, das ist gut. Wenn es eine Sache gibt, die König Probandra einfach nicht widerstehen kann, das ist seine Lieblingsspeise. Doch seine nächste Leckerei wird teils Dessertcreme und teils Gift sein. Mein Agent wird sie aus ganz Versehen vor dem Kind liegen lassen. Bon Appetit. Wie konnte das nur passieren? Ich musste das tun, ich hatte keine andere Wahl. Der Pobrand ist tot. Nun, jetzt ist es so, wie es ist. Ne? Müssen wir mal schauen, wo können wir denn hier noch... wir können hier unten, ne? Aber ich glaube, wir hätten aber eher mal hier oben. Wir werden hier oben auf jeden Fall noch ein bisschen Armee ausheben. Soweit wir das können. Wir brauchen diese Ressourcen für die Truppen, wenn ein kleines Dorf in Uppland verhungern muss. Ja. In Uppland. Nee. Ja, mag sein, dass du uns jetzt nicht magst, aber das geht jetzt so nicht, ne? Gut, ja, das ist Häuptling Bersi. Können wir den noch rufen? Ja. So, und die Truppen werden wir jetzt hier stationieren. So, wir lassen das hier weiterlaufen. Die gehen uns zwar auf die Nerven, 41%, aber wenn wir das hier gleich haben... ja, ja, wir werden dir sicher noch helfen. Keine Sorge. Aber wir haben jetzt erstmal Wichtigeres zu tun. Mischkulturen ignorieren wir auch gekonnt. Und die Frau ist schon wieder schwanger. Ich habe eine Ruhmstufe verloren. Unsere Ehrlosigkeit hat einen Preis. Warum hat meine Ehrlosigkeit einen Preis? Was habe ich gemacht? Starb unter mysteriösen Umständen. Ja, das mag sein. Lass uns nochmal schauen. Dieser andere Krieg hier. Das ist er hier. Er ist ein Vasall von uns. Und er ist der Anführer eines... Okay. Er ist Angreifer. Und zwar auf das Häuptlingstum von Haaland.
Das gehört mal. Aha, okay. Ja, finde ich jetzt eigentlich irgendwie nicht so lustig, was hier abgeht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da müssen wir noch ein bisschen reinprügeln. Don't like it. So, die brandschatzen da fröhlich. So, wir spielen mit unserem Sohn. Ja, die 75 können wir einsetzen. So, mehrere Mal in den letzten Tagen ist mir bei Hof ein geheimnisvoller Herumtreiber namens Raffen aufgefallen. Mir kommt allerdings weder sein Gesicht bekannt vor, noch kann ich mich an die Nachricht seiner Ankunft erinnern. Knausriger Gastgeber. Allgemeine Meinung. Dies wird dramatische Effekte haben. Okay. Oder er ist irgendwas Böses, ne? Ach du meine Güte. Raffen erweist sich als lebhaft und gebildeter Gast. Der Abend Diskussion im Rest des Hofes. Er ist katholisch. Oh nein. Hab ich übersehen. Es geschehen Raffen Trausti. Okay, mindestens ein Höfling konvertiert zum katholischen Glauben. Okay. Engverstand könnte mit euch konvertieren. Vasallen, ihr konvertiert zum Katholizismus. Ha. Das ist so ein bisschen ein Thema. Katholischer Glaube ist nicht unbedingt super praktisch, wenn es ums Erobern, geht. Bin ich ganz ehrlich. Es nehmen. Ihr seid immer für mich da und ich hoffe, dass ihr wisst, wie dankbar ich dafür bin. Dritter Mal. Okay. Ja, dann. Eine Freundschaft mit meinem Sohn. Wieso nicht? Ich habe mit einem Ratskanzler korrespondiert und ich muss schon sagen, dass ich nun einen anderen Licht sehe. Ja. Ja. Vielleicht werden wir auch Freunde, wer weiß. So, das hier ist jetzt auch Schweden. Und wir haben eine Ruhmstufe erhalten und wir haben noch eine Tochter, die heißt, die können wir gut verheiraten. So, Fraktionen wurden gegen uns geschaffen. Gälische inselchristliche Populisten. Ja. Wusste ich. War mir irgendwie klar. Müssen wir erstmal ein bisschen Ordnung schaffen. Und zwar werden wir das Häuptlingstum von Pfandheimer. Vergeben wir einen Adligen. Dann haben wir das hier auf jeden Fall schon mal durch. Und jetzt haben wir das Jarltum hier. So, lass uns mal den hier angucken. Wie sie nicht der rechtmäßige Lehnsherr? Er will, dass der eigene Lehnsherr das Jarltum von Kartanis hält. Ja, das sollten wir vielleicht mal schauen, ob wir diesen Titel übernehmen. Kostet 250, können wir uns leisten. Übertragen wir einfach.
So, das passt. Lass mal vielleicht mal ein paar Kiddies raus. Bringt Geld. Und freut uns, oder? So. Ein Haufen Geld finde ich gut. Gut, der von der Reichsquote werden wir noch nicht gebilligt. Das werden wir, denke ich, mal gleich hinkriegen. So, Armee können wir an der Stelle hier hinten auflösen. Um sie dann aber hier relativ schnell. Okay, das ist jetzt hier. Es gibt einen Grund, warum ich Menschheit als Gesellschaft. Ja, bla. 10 Anspannung ist okay. Nehmen wir umsonst mit dazu. So, einmal Pause machen. Dann nehmen wir hier unsere Armee aus und ja, kümmern uns mal um dieses Thema hier unten. Okay, und wir haben das Jarltum von Norland und einen anderen Titel von Jarl Ingolf Björnsson geerbt. Naja, ich meine, wenn das so ist, dann ist das halt so, ne? Also, wo ist denn das Jarltum von Norland? Das ist da oben. Dann haben wir noch das Jarltum von Katan, ist hier hinten. Das könnten wir theoretisch gesehen eigentlich mal an jemanden abgeben. Die Frage ist, an wen geben wir das ab? Welche Anspruchsteller haben wir denn hier hinten? Lass doch mal gucken, wen haben wir denn hier hinten? Muss man mal hier gucken, hier ist doch die Hauptstadt. Dann haben wir hier den hier und dann haben wir den hier. Der ist doch eigentlich ganz der Häuptling von Katanes. Dir könnte ich doch eigentlich das Jarltum von Katanes übergeben. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Und das Earltum von Moray geben wir dann ein Adeligen nordischer Kultur. Dann darf der sich nämlich damit rumschlagen. Und wir haben unseren ganzen Plot hier hinten. Also wir haben das hier. Das hier. Das hier. Okay. Ja, Moray haben wir jetzt nicht mehr an der Backe. Hessingland, oh, mal kurz Pause machen. Seeland haben wir noch an der Backe. Seeland will ich eigentlich an der Stelle gar nicht direkt haben. Das muss nicht sein. Das können wir nämlich auch abgeben. Wir haben nämlich 4 von 5 und dann haben wir den kompletten Block hier hinten nämlich drin. Dann passt das nämlich mal. Und wir haben verloren. So, wir haben den von Jarl Iliana, der Fehlerin von Skyne angeführten Krieg wegen Westgotland verloren. Ja, und jetzt? Ist sie jetzt glücklich? Können wir das mal ignorieren? Sie hat eine Fraktion geschaffen, die Ingolfer auf den Thron setzen will. Aha, wer ist Ingolfer? Ist das ihr Sohn? Ja, dann wird es wohl Zeit, dass sie stirbt. Und das Recht des Klerus, mein Gefangener, Hjalmar, rezitiert mit schwacher Stimme eine Passage aus einem heiligen Buch und schweigt dahin. Ein Mitglied des Klerus stellt Reichsgude Alve mit bösem Blick fest. Das muss er auch in die Oberhaupt des Klerus. Okay.
Er verstirbt noch seine. Ja, stolpert nicht auf den Weg nach draußen. Und dich müssen wir jetzt mal definitiv loswerden. So, 95%. In 12 Monaten segnet sich das Zeitliche. Weil die Fraktion muss weg. Ja, nicht rechtmäßiger Lehnsherr. Da müssen wir mal schauen, wo wir diese Problematik gerade noch haben. Das sollten wir aufräumen. Ein Großblot könnten wir theoretisch gesehen abhalten. Müssten wir uns mal überlegen. Ein Runenstein wäre mal gar nicht so blöd. Ich glaube, den stellen wir sogar mal direkt auf. Ja, zu Ehren meines Bruders Pobandor. Stellen wir in Södermarland auf. So. Und wir haben einen Ränkespielvorzug. Kriegsführung pro Anspannungsstufe, Ränkespiel pro Anspannungsstufe. Das ist eine schöne Idee. Möglich, dass Druckmittel fingieren, Geheimnisse aufspüren kann, auch Druckmittel einbringen. Das ist gar nicht mal so blöd. Verführungskomplottstärke plus 30%. Unten gibt es dann Schreckenszuwachs pro Tyrannei. Eine Angststeuer. Oh. Das ist natürlich sehr geil. Und als Folterer. Kampfgeschick, Schreckenszuwachs. Also, ich muss mich wirklich mehr mit dem Ränkespiel Lebenswandel auseinandersetzen. Das sind schon ein paar sehr geile Sachen, die man hier hat. Anstift ist hier maximal feindselige Komplotte plus 1. Das Entführung-Komplott. Mord-Komplottstärke. Oh ja, das. Da würde ich gerne hin. Das wäre mal gar nicht so schlecht. Gemeine Kontrolle ist hier etwas niedrig. Dann werden wir das schnellstmöglich beheben, dass die Gemeindekontrolle dort etwas niedrig ist. Wir können ein paar Vasallen entsprechend übertragen. Wir haben eine Hingabestufe erhalten, das ist noch besser. Und wir haben mächtige Vasallen, die einen Ratsposten erwarten. Da müssen wir jetzt auch mal aufräumen, wer denn hier die richtige Person für den richtigen Spot ist. Denn, ja, das ist wieder das Problem. Jetzt müssen wir mal schauen. Die möchte ich jetzt aber gerade erstmal da drin lassen, weil das ist echt ein bisschen heftig. Ihn können wir definitiv zuweisen, dass er die Klappe hält. 11, er hat 13. Ja, komm ich mit klar. So, er ist Toasty Iverson. Er hat auch der 13. Da könnten wir ihn eigentlich da reinpacken. So. Und so von euch 13, 13, 36 Bildung, da ist er eigentlich der Schlauste. Machen wir das so um. Dann sind die zumindest schon mal happy und halten die Klappe. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch darauf warten, dass ja, sie das Zeitliche segnet. Dann haben wir das Thema schon mal gelöst. Und wir müssen uns dann später auch nochmal um ja, das Erbe kümmern. Denn wir müssen ja auch irgendwie versuchen. Oh, ach ja, wir sind doch Gott sei Dank der Vormund unseres Sohns. Ne? Da habe ich jetzt. Da war jetzt gerade. Da hatte ich jetzt kurz ein bisschen Angst. Wie wir unsere restlichen Kinder loswerden. Fällt uns sicher noch was ein. Wie wir unsere Töchter verheiraten für ein Bündnis. Fällt uns sicher auch noch was ein. Also unterm Strich, wir sind gestorben. Wir sind wieder auferstanden als neuer Spieler. Wir haben alles verloren und haben es uns wieder zurückgeholt. Was erstaunlich schnell ging, muss ich ehrlich sagen. Wir haben auch Fuß gefasst auf dem britischen Kontinent oder der britischen Inseln, genauer gesagt in Schottland haben wir ja Fuß gefasst. Da müssen wir uns noch ein bisschen ausbreiten. Da stellt sich mir auch die Frage, wir könnten wahrscheinlich sicher auch dem einen oder anderen, wenn wir dem hier was schicken, wird er wahrscheinlich auch einfach unser Vasall werden. Und, ja, so viel mal zur
Erweiterung unseres Gebiets. Das ging jetzt dann doch ein bisschen schneller als gedacht. Ich glaube, den einen oder anderen hier könnte man wahrscheinlich auch noch vasalisieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten werden wir das halt einfach auf die, ich würde sagen, kriegerische Art und Weise lösen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, das sollten wir einwandfrei und stressfrei hinbekommen. Freunde, wenn euch die Spieleserie gefällt, dann lasst mir doch gerne ein Abo oder ein Like da und vor allem auch einen Kommentar. Feedback ist immer gerne gesehen. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.